Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal mit einer nicht so schönen Geschichte, die mir heute passiert ist. Die meisten wissen ja, ich bin LKW-Fahrer, da hinten steht meiner. Und ich habe jeden Morgen den gleichen Kunden. Düsseldorf, Karlsplatz. Das ist eine Altstadt in Düsseldorf und da ist immer Remi Demi und auch unter der Woche. Nun, im Karlsplatz, da kann man schon morgens um 5 Uhr abladen, wenn man will. Ich war heute um 5:30 da. Karlsplatz ist ein riesengroßer Markt, ja, mit dauerhaften Ständen. So, und beim Abladen bemerke ich bei der Bäckerei Hinkel, dass da jemand versucht, ins Wohnhaus reinzukommen. Ich habe den Typ noch nie gesehen. Ich merkte aber, dass der schwankte. Naja, denke ich mir, der findet sein Schlüsselloch wohl nicht. Ja, da brüllt er rum. Nein, ich denke, was hat der für Probleme? Naja, geht da gegenüber, da ist eine Zahnarztpraxis, da wohnen auch ein paar Leute oben drüber und man versucht da reinzukommen. Geht nicht. Kommt eine Frau, sagt, kann ich Ihnen helfen? Ja, Schlüssel passt nicht. Ja, ich denke, lass mal machen. Ja, die kriegen also die Tür nicht auf. Und ich denke nur so, der kann doch hier nicht wohnen. Der passt hier eigentlich gar nicht rein. So, und naja. Die Frau geht also weg und der Tupp ist ihr hinterher. Ich denke, ah, jetzt wird es aber interessant. Und ich sehe, dass er ihr immer näher kommt. Ja. Und sie guckt immer so ängstlich nach hinten. Und ich denke, aha, will ich da mal hinterher. Und hat er die belästigt. Hat die angefasst und weiß der Geier, was der da wollte. Aber man kann sich ja vorstellen. Nun, die Frau flüchtet in eine Bäckerei, bei Kamps, vorne um die Ecke beim Karlsplatz. Und ich sehe, dass die weint und der Tuppes geht da rein. Die Typen, die da arbeiten, die haben nichts gemacht, gar nichts. Und die Leute, die am Karlsplatz arbeiten, die haben auch nichts gemacht. Die haben alle das gesehen, was da abging. Dann habe ich dann in die Bäckerei rein, habe ich den Meister da hinten am Kragen gepackt und habe gesagt, komm, mit raus. Die Frau hat sich dann da hingesetzt und weinte. Sag ich, Junge, so besoffen, kann man da nicht noch eine Frau versuchen anzubaggern? Das geht nicht. Oh, bist du chui, blöd. Ist Russisch und heißt wohl halt die Schnauze, Arsch oder so irgendwas in der Art. So, dann habe ich ihn auf die Bank gesetzt. Ich sag, aber ich hatte vorher schon die Polizei angerufen wegen dieser Belästigung. Und hatte gesagt, am besten bringt ihr mal direkt einen Krankenwagen mit. Irgendwie hatte ich hatte die also am Headset, übers Headset angerufen. Ja, wir sind gleich da. Die sind übrigens nur 2 Kilometer vom Karlsplatz weg. Altstadtwache. Und ja, habe ich ihn da hingesetzt. Und dann wollte er sich befreien, wollte wieder zu der Frau hin. Dann habe ich ihn also die Hand umgedreht, ja, und habe ihn dann festgehalten. Oh, die machen aber Alarm heute am Flughafen. Naja, ich wollte ihn dann ein bisschen beruhigen. Ich sage immer, ich habe dir schon, er sagte, oh, Hospital. Ich sage, du kommst gleich ins Hospital, ich habe dir schon einen Krankenwagen gerufen. Nein, nichts Krankenwagen, kein Geld. Ich sage, ist egal, alles gut. Da habe ich also versucht, das ein bisschen zu deeskalieren oder deeskalieren zu lassen. Ja? Aber der Blödmann ist ja doof und besoffen, steht auf und versucht mir eine zu langen. Ja? Und ich habe früher Kung Fu gemacht und Aikido. Ist zwar schon was länger her, man sieht es auch nicht mehr. Ja? Ich blende mal ein paar Fotos ein aus der Zeit, wenn ich noch welche finde. Und also er will gerade ausholen, da habe ich etwas gemacht, was ich früher... Beim Kung Fu haben wir auch Straßenkampf gemacht, so ein bisschen Eskrima, also Stockkampf, Tai Chi. Ich glaube, Tai Chi ist vielleicht nur so ein bisschen was für alte Leute, das ist aber Quatsch, das ist langsames Kung Fu. Naja, da habe ich dann eben direkt auf den Solarplexus gehauen. Also ich haue keinem ins Gesicht. Ja? Ich will da keine bleibenden Schäden verursachen. Aber so ein schöner Schlag auf den Solarplexus, Ende. Der Typ sackt in sich zusammen. Dann habe ich dann ihm so ein bisschen die Hände hochgehalten, dass er wieder Luft bekommt. Der lief auch blau an und er war vorher knallrot im Gesicht. Ich denke mal, dass der wohl zu viel trinkt. Naja, dann lief er blau an, habe ich ihm die Hände hochgehalten. Und
da fing er wieder an, kämpfen zu wollen. Ich hatte dann in der Zeit schon mal nochmal das Präsidium angerufen. Ich sage, Leute, ihr müsst mal langsam kommen, der wird aggro. Ja, ja, wir kommen. Ich sage, und denkt bitte an den Krankenwagen. Ja. So. Da wird er wieder aggressiv. Und da habe ich was gemacht, das habe ich früher auch beim Aikido gemacht. Ich habe den einfach mal schlagen lassen, habe dann die Hand so genommen oder den Arm weggedreht und dann gegen ihn gewendet. Habe ihn auf den Boden gelegt praktisch. Ja. Das geht eigentlich auch schneller. Ihr kennt das wahrscheinlich von Steven Seagal Filmen. Naja, dann lag der auf dem Boden. Dann habe ich einen Polizeigriff angewendet. Und dann fing er an zu schreien, das täte ihm alles weh. Und ich sage, ja, jetzt, du hast aber gerade eben versucht, mich zu schlagen. Ich muss dich jetzt hier so festhalten, das geht nicht anders. Oh, und irgendwann mal sehe ich dann die Polizei kommen. Er sagt, wenn du jetzt friedlich bist, lasse ich dich aufstehen, ansonsten musst du warten. Oh, die Polizisten haben mich erst gesucht, obwohl ich eine Warnweste getragen habe. Und dann habe ich mal gebrüllt, dass ich hier bin. Nein, dann kamen die so aus dem Auto raus. Da habe ich den Russen aufstehen lassen. Und so doof kann man nicht sein. Also dieser Blödmannsgehilfenlehrling, dann setzt er wieder zum Schlag an. Aber in dem Moment kommt schon einer der Polizisten angerannt, wirklich angerannt. Macht einen Riesensatz und kickt den Russen weg. So was hätte ich von einem Polizisten nie erwartet. Der kickt den Russen weg, der fliegt mal locker 2 Meter durch die Luft gegen einen Stand da am Karlsplatz. Der war aber noch geschlossen, also er ist gegen den Rollladen geflogen. Und ja, haben sie in die Vorderhufe geschmückt. Und dann kam auch schon der Krankenwagen. Der Typ blutete irgendwie im Gesicht. Ich habe es nicht mehr so genau gesehen. Ich habe dann dem Polizisten gesagt, ich stehe da vorne mit meinem weißen LKW. Ich muss weiter abladen. Für die Personalien können sie ja gerne dann zu mir kommen. So, das ist okay, machen wir. Bis gleich. Oh, Krankenwagen hat den dann eingesammelt. Ab durch die Mitte. Und irgendwann mal kam dann der Polizist zu mir und sagte, so hier, ich habe den schon vorher meinen Personalausweis hier in die Tasche. So, hier, bitteschön, Personalausweis. Sagt er, kann man sie telefonisch erreichen? Ich sage, klar, möchten sie Anzeige erstatten? Aber was ist erst zuerst passiert? Da habe ich ihm die Sache so erklärt. Das hat er sich dann auch notiert. Und ich bin mir sicher, dass ich auch davon nichts mehr hören werde. Die Frau war mittlerweile weg. Die Leute von Kamps haben gesagt, wir wissen von nichts, wir haben nichts gesehen. Die anderen Leute vom Karlsplatz haben auch alle nichts gesehen. Ja? Nur der blöde Bremen, der muss mal wieder eingreifen. Ja? Was weiß ich, vielleicht hätte der Russe ja auch Messer dabei haben können. Na gut, habe ich keine Angst vor. Das war so meine Geschichte, wie ich heute mit einem Russen kämpfen musste. Obwohl, war ja kein Kampf, der war ja kein Gegner. Und die Moral von der Geschichte, die gibt es nicht. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie immer gilt, tschüss Matjo, schwenkt du, tschüss Fab und schwenkt die Kappe.